Ach, es läuft schon. Ups, so, hallo. Ich habe gerade hingeguckt und ich sehe so 0, 0, 0, 0, 0, aber es ist tatsächlich schon eine 0, 1 und so gewesen. Habe ich nicht gesehen. Wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und wir haben das vorletzte Mal uns die beliebten Level angeguckt und dabei festgestellt, dass, ja, das Level-Design so ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn man sich das so anschaut. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass es relativ spät halt doch dann interessant aussehende Level geben könnte, die wir aber nicht angefangen haben, weil sie einfach zu lange gedauert haben. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mit euch mal ab Platz 20 mir die Sachen hier so angucken. Wir haben jetzt zum Beispiel die Puzzle Quest. Die haben wir uns damals, glaube ich, nicht angeschaut, oder? Ich glaube, nein. Ich glaube, die habe ich übersprungen. Mal gucken, was das ist. Puzzle Quest 4. Aber das haben 60% geschafft. Das ist mir halt schon wieder viel zu viel. Dann ist es wieder viel zu simpel. In bevor ich mach Quatsch. Ihr kennt das. So. Hier ist eine Tür. Da komme ich nicht durch. Da ist ein Leben. Das nützt mir überhaupt nichts. Das nützt mir alles überhaupt nichts. Da will ich am Ende rein. Was soll mir das denn bringen, dass, wenn das runterfällt? Hä? Wieso fällt das jetzt hoch? Was habe ich jetzt gedrückt? Ach, der ist da runtergefallen und ist dann da hochgefahren. Ah, hier war jetzt eine Münze offen, ne? Ah, okay. Der fährt dann da hoch und nimmt die Dinger mit. Ah. Falsche Seite. Jetzt habe ich es verstanden. So, und der löst jetzt den P-Switch aus. Und der macht hier die Münze auf und deswegen kann das Ding dann runterfahren. Und das macht jetzt hier die Plattformen auf. Und dann ist hier eine neue Tür. Und jetzt kann ich da oben raus. Jetzt habe ich dieses Ding dabei. Warum nützt mir das Ding, was kaputt zu machen? Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich das kaputt machen kann? Weil hier komme ich ja deswegen nicht durch. Ach, jetzt fällt hier... Ah, ich musste den Raum verlassen. Okay. Jetzt kann ich durch die Tür hier durch. Dadurch kann ich den on off drücken. Und jetzt... ist hier ja aber kein... Ach so. Ich gehöre nicht zu den 60%. Oh Mann. Alles klar. Also, das ist auch nicht so das Level-Design, was ich suche, ne? Kommt der schon runter? Nein. Wie weit muss ich gehen, dass der runterkommt? So weit. So, und jetzt fällt da das Ding runter. Ja, hätte man vielleicht dran denken können, aber... naja. Cast. Ich bin ja... Also Credits in dem Level selbst, die man anschauen muss.
Es ist eine coole Idee, Credits zu bauen. Keine Frage. Aber angenommen, das würde jetzt jeder bei jedem Level machen. Nein. Bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht. Haben die... Da würden mich jetzt die Kommentare interessieren. Ob die was zu den Credits sagen. Reaper. Softlock Gang. Oh man, oh man. Ja, we did need Credits Gang. Okay, ja. Softlock. Ich verstehe den Softlock nicht. Wo haben die sich gesoftlockt? Was haben die getan? Hätte man wahrscheinlich die Kommentare anmachen müssen. Ah ja, das mit den Credits war ein bisschen... Na gut. So, Underwater Temple. Es wird ein Unterwasserlevel sein, aber vielleicht ein cooles. Gucken wir uns das mal an. Aber 50%... Ne, 72%! Das ist schon wieder viel zu viel. Das ist doch dann wieder zu simpel. In Bevor ich sterbe auch hier. Aber nachdem es New Super Mario World 4.5 heißt, hat er wohl ein Typ eine ganze Welt auch gebaut. Das ist was, was Rasiere übrigens auch vorhat. Der hat geschrieben, der wird jetzt demnächst dann auch eine ganze Welt bauen. Das heißt, es wird dann bei 1.1 losgehen und so weiter bis Welt 9. Ich weiß nicht, ob er sich da ein bisschen viel von nimmt, bis Welt 9 wirklich zu bauen, aber wir sind gespannt. Vielleicht kriegen wir dann wirklich mal fortgesetzte Level jeweils. Oh ja, das ist schon sehr simpel. Aber es ist eigentlich ein schönes Nintendo-like-Level, muss man sagen. Oh. Na, es hat auch viele Power-Ups. Ich bin so doof. Ich kam nicht mehr höher. Ich konnte nicht mehr höher schwimmen. Warum? Ich habe gedrückt wie ein Blöder. Nein, da kann ich nicht durch. Aber ich konnte einfach nicht mehr höher schwimmen. Ja, dann ist es ein Nintendo-like-Schwimmlevel. Also, kann man nichts sagen. Ist okay. Bin ich direkt vor dem Ziel gestorben wieder? Ach, das will ich gar nicht kommentieren. Es will ich gar nicht kommentieren, aber okay. Ja. 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 Kann man machen. Hatte jetzt keine Fehler. War jetzt halt nicht sonderlich spannend. Aber es war ein normales Level-Design-Level. Alles gut. Keep running! Nö, will ich jetzt nicht. Ich will was Richtiges spielen. Das sieht zumindest nach einem Level aus, wo man was tun muss. Ja, 23% machen wir. Fury Fortress Fleet. Das ist halt wieder so ein Speedrun, aber einer, wo man ein bisschen was tun muss anscheinend. Aber wahrscheinlich ist es nur springen, da wo halt gerade die On-Off-Dinger sind. Das ist halt fast wieder zu einfach. Und der Rest ist Atmosphäre. Ja. 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 Ich habe halt bei solchen Leveln nicht das Gefühl, was erreicht zu haben, wenn ich das Ziel abschließe. Ne? Ich denke, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Ich habe bei solchen Leveln einfach nicht das Gefühl, wirklich eine Leistung erbracht zu haben. Weil es einfach zu einfach ist. Die vierte Wand durchbrechen. All tickets are sold. Na, wir gucken es uns mal an. Vielleicht ist es ganz nett inszeniert. Weil dann, da reizt mich jetzt der Levelname, wie wir die vierte Wand durchbrechen will. Offensichtlich gehen wir in ein Kino.
Goomba in Love. 3. Coming soon. Das sind erstmal die Trailer. Bevor der Film losgeht. Okay. Goomba. In Love 3. Hä? Oh. Oh, hier ist der eigentliche Eingang ins Cinema. Das ist passiert gerade. Kriegt Pilz. Das ist nicht, was ich wollte. Nein! Es war ein Pilz, aber... ich meine, es war ein Pilz, ja. Aber nicht das, was ich unter einem Pilz verstehe. Ja, aber die Idee jetzt wiederum, die Art, wie das hier aufgebaut ist, finde ich gerade wahnsinnig cool. Das muss ich ja gestehen. Es ist zwar Scrolling, aber es ist ein sehr gut inszeniertes Scrolling. Oh, ich habe ihm vertraut und es war gut. Ich glaube, das muss man... Ja, das muss ich sogar tun. Oh boy, muss sogar schnell sein. Okay. Da warten wir jetzt lieber. Ich würde gerne den Pilz behalten. Werde dafür auch belohnt. Ah, okay. Ein bisschen kurz, aber... Null. Eigentlich würde er jetzt immer zerquetscht werden. Okay. Aber die Idee ist cool, aber das könnte man ein bisschen länger machen. Aber gut. Interessante Idee. Guck mal, das ist... Das sehe ich jetzt schon. Das ist wieder nur so ein Gesprunghöhe. Das ist wieder nur so ein Rumgespringe. Ja, dann lösen wir ein paar Sachen aus und ein paar Sachen lösen sich selbst aus. Ich sehe das. Das ist nur wieder so ein Rumgespringe. Spring. 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 Oh, ich hätte die Dings drücken lassen müssen. Aha. Aber es ist, was ich gesagt habe. Es wird ja sogar durch die Münzen angedeutet, was man tun muss, so. Das ist mir halt dann viel zu casual. Ich meine, klar, ich meckere rum, wenn es zu schwer ist, aber das ist halt... Ich habe halt nicht das Gefühl, hier was erreicht zu haben. Ich war jetzt nicht gut. Das schafft nicht jeder, aber jeder mit ein bisschen Spielerfahrung schafft das. Ja? Ein Spieler, der nicht so casual ist, fühlt sich da nicht wirklich belohnt. House of Pain, das ist doch auch wieder sowas. 33%, aber ich... Ich glaube nicht, dass das mich jetzt fordern wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Einzige, was mich gerade fordert, ist mein Auge, was gerade am Rumspinnen ist. Auf. Oh, guck mal, Münzen rein, Münzen rein. Ja, Mensch. Oh, jo, 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 jo. Das ist ein bisschen spooky alles, aber... Alles großartig gebaut, ist ja gar keine Frage. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Also in der letzten beliebten Folge. Aber... Ja, es ist auch eine Leistung, die anerkannt werden muss. Aber für mich ist es einfach... Naja. Was ist das Bullet Game?
Okay, 24%. Eine Minute Weltrekord, das könnte uns zumindest ein bisschen auch unterhalten. Mal gucken. Okay, ich muss das Ding da treffen, ja? Ich muss ungefähr in der Mitte bleiben. Ah, okay, ich verstehe. Okay, das ist cool. Das kann man einmal spielen, ja. Das kann man einmal spielen. Danach ist es nicht mehr so spannend, aber einmal kann man das spielen. Das ist okay. Ist jetzt auch nicht Level-Design in dem Sinne. Aber, ja. Ne? Das kann man machen. Vielleicht wird es ja sogar noch herausfordernd. Bisher nicht. Bisher ist es einfach nur spaßig. Aber vielleicht wird es ja... Ah, was tue ich? Aber vielleicht wird es ja noch ein bisschen spannender. So, ab durch die Bombe. Nee, da will er gar nicht durch. Der will das da... Ah, verstanden. Ah, verstanden. Ach so, hä? Nein, das muss alles oben bleiben. Gut. Okay, wir werden Katzi. Cast! Oh, kommt jetzt wieder? Nein, es ist schon Boss, okay. Ja, eine Art Boss, aber... Ich kann halt nicht wirklich viel beeinflussen. Ich kann halt nur die zurückschicken, die herkommen. Also jetzt nicht so, dass ich da groß timen könnte. Wenn die da sind, kommen sie halt zurück. Ja, großartig. Danke dafür. Der fährt genau da rein. Nein, der passt, okay. Okay. GG würde da gerade gebaut werden. Achso, der macht es kaputt. Alles klar. Ja, hatte, wie ich es am Anfang gesagt habe, spielt man einmal. Hatte schöne Ideen. Aber nichts zu widerspielen. Na, aber das ist mir jetzt schon mal lieber als so ein Münzen-Dash-Dings da. Where are the Banzai Bills? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. 19 Sekunden. Aber nur 4,47. Okay, let's go. Let's go. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Besiege alle Riesenkugel Willis 23 und erreiche das Ziel. Wir haben auch wirklich nur 20 Sekunden Zeit. Ah, ich verstehe. Da, wo es blubbert. Muss ich da. Achso, dann kommt die Eder raus, okay. Aber ich muss mit der Zeit ja ein bisschen rechnen noch. Ah, da muss ich weiter. Okay. Aber ich muss ja, ne? 20 Sekunden. Dafür, dass es 23 sind. Wie geht denn das zeitlich klar? Wie geht denn das zeitlich klar? Geht's dann da wirklich ganz schnell runterwärts? Irgendwas sagt mir gerade, dass ich das anders spielen muss, als ich es tue. Aber wenn er sagt alle, muss ich da ja echt zackig. Aber guck mal, ich habe jetzt gerade 9 und nur noch 9 Sekunden übrig.
Das ist ja interessant. Aber schneller als das wird es wohl nicht gehen. Ha. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie wir das hinkriegen. Ob es da einen Trick gibt oder sowas. Nein, jetzt verstehe ich es, wie ich es spielen muss. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Aber es muss man ein bisschen lernen. Also die ersten drei spielt man, springt man richtig. Dann lässt man es einfach fallen. Und nach... Nein, ich habe einen verpasst. Das macht man sechsmal und dann kommen wieder drei. Ne, zwei kommen dann. Ja, eins, zwei, drei. Jetzt einfach springen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Da kommen dann wieder drei. Die muss ich jetzt halt erst lernen, ne? Und dann so funktioniert das Level. Okay, das kann man machen. Das ist ganz lustig. Aber was steht hier am Anfang? Was ist hier mit den Lines geschrieben? Ist das ein Hinweis, oder? Ne, ist kein Hinweis, ne? Ist das der Ersteller, der sich da verewigt hat? Oder steht da ran? Ich glaube, da steht ran. Eins, zwei, drei. Jetzt kenne ich es noch nicht, wie es weitergeht. Ah, siehst du? Und da hätten wir es jetzt gehabt, ne? Genau das. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist ganz cool. Kann man machen. Ist jetzt kein spannendes Level-Design, aber... Ich habe, nachdem ich es geschafft habe, das Gefühl, was erreicht zu haben, weil ich erstmal verstehen muss, wie es funktioniert. Ne? Das ist jetzt eher was, wo ich ein Gefühl habe, was erreicht zu haben. Auch wenn es keine große Leistung ist, weil man hat es halt irgendwann gelernt und dann passt die Geschichte. Aber es ist trotzdem ganz, ganz nett. Kein krasses Level-Design. Keine Frage. Das darf man jetzt hier nicht so sehen. Und das war's. Easy. Gut. Aber... Ja, die 4,7, ich glaube, der Herr hat einfach irgendwann keine Lust mehr. Das könnten locker mehr Leute beenden. Das könnten locker mehr Leute beenden. Aber gut. Nee, ich spiele jetzt keinen Dash mehr. Choose Your Way klingt allerdings schon ein bisschen besser. 15%, das klingt schon interessanter. Don't trust the arrow section. Feel free and enjoy. Okay, ich hoffe aber dann, es gibt keine Trollwege. Das wäre ärgerlich. Wenn es Wege gibt, wo man auf gar keinen Fall durchkommt, dann wäre es doof. Don't. Ah! Ah nein, darf ich nicht. Nicht den Arrows vertrauen, okay. Gehen wir mal unten rum. Ich muss die anspringen. Guten Morgen. Oi, oi, oi. Okay. Und da ist jetzt ein anderer Raum. Da ist jetzt der Notenblockraum. Ach so. Das war dann somit der einfachste Raum. Das ist jetzt der Sternraum. Cool. Dann hat er mehrere Exit-Räume auch gebaut, oder wie? Kann man das überhaupt? Mehrere Schlussräume? Oder wäre der und Off gar nicht dann zu einem Ziel... Hätte das gar nicht zu einem Ziel... Jetzt muss ich mal ein paar andere Räume... Entschuldigung. Jetzt muss ich mal ein paar andere Sachen ausprobieren. Also hier oben ist on, off, haben wir schon gesehen. Zack. Jetzt gehen wir mal in der Mitte, da sind die Eisteile. Der zeigt auch immer an, wohin es geht. Das sehe ich jetzt erst. Da sind immer so, ne, das macht er immer. Ich habe gedacht, das macht er nur ein paar Mal, das macht er immer.
Wohin es geht, zeigt er immer an. Da oben waren die Sägen. Na, hier ist jetzt ein P-Switch-Raum. Den haben wir zum Beispiel noch nicht gesehen. Das ist das, was vorhin der Musikraum war. Bruder! Ich habe gemerkt, das wird knapp. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal den Eisraum. Also, Raum ist gut. Ich... den Abschnitt. Für den bin ich nämlich zu doof. Den will ich spielen. Ich mach's schon wieder! Warum schätze ich das denn falsch ab? Geht doch. Oh, jetzt habe ich den Plattformraum erwischt. Ich wollte eigentlich nochmal in den P-Switch-Raum, aber ist okay. Ich nehme an, der Zwischenraum ist... Boah, das ist auch knapp. Aber ich nehme an, der Zwischenraum ist dann der gleiche. Und dann entscheidet sich am Ende nur zwischen On-Off und P-Switch. Stern. Oder so. Und dann ist ganz oben rum, hier ganz oben, also jetzt nicht oben, sondern dann ganz oben, hier, ist der Don't. Und das ist der nicht das machen, was die Pfeile sagen, Raum. Verstanden. Nicht das, oh. Okay. Cool gebaut. Das ist jetzt ein Dash-Level, wo ich sagen muss, da ist, steckt was dahinter, ja? Das ist cool. Der, vor allem der P-Switch-Run ist gar nicht mal so unknapp. Na, haben wir ja festgestellt. Der war ordentlich... ordentlich knapp. Mama! Okay. Jetzt hat's gepasst. So, und jetzt kriegen wir nämlich wieder den Raum hier. Jetzt will ich mir den oberen On-Off angucken. Den Sternraum haben wir ja gesehen. Ach so, das ist... Okay. Ja, gut. Ja gut, das ist ein... Ja. Nani? Aber ich weiß, was passiert. Wir kommen am Ende... Ja. Wir kommen am Ende bei der gleichen Flagge raus, weil er kann nur ein Ziel setzen. Und es ist dann die gleiche Flagge, nur wir kommen bei der Röhre raus. Anstatt, dass wir die Flagge von links mitnehmen, kommen wir bei der Röhre raus. So ist es gebaut. Ich hab's verstanden. So, hoffentlich klappt's jetzt zeitlich. Oh Junge, das ist schon wieder die Null. Lauf! Und jetzt komme ich bei der rechts von der Röhre. Genau. Genau. Und somit ist es die gleiche Flagge und er kann ja nur eine Flagge setzen. Und so hat er es trotzdem geschafft, zwei verschiedene Schlusswege zu bauen. Da war wirklich jetzt eine richtige Idee dahinter. Und das macht auch Spaß. Ne? Das hat man jetzt bewusst mehrmals gespielt, weil man den Weg wählen kann. Das war cool. Das war cool. Auto lassen wir gleich liegen. Keep One lassen wir liegen. The Snowland. Haben wir hier Level Design? Ich bin mir noch nicht so sicher. Wenn, dann ist es kurzes Level Design, wenn ich mir den Weltrekord so angucke. Aber vielleicht haben wir Level Design. Mal gucken. Das sieht tatsächlich nach Plattforming aus. Oh mein Gott, Leute. Wir spielen ein... Wir haben bei Beliebt ein gewöhnliches Plattforming-Level gefunden. Wir haben... Das ist das erste gewöhnliche Platforming-Level. Ich zähle jetzt mal die... Die Eis-Dinger nicht dazu, weil das war doch wieder etwas spezieller. Aber das hier ist ein gewöhnliches Platforming-Level. Für mich zu einfach, aber das ist ja jetzt nichts, was ich dem vorwerfen kann. Der hat ein Level gebaut. Oder die, keine Ahnung. Da hat jemand ein Level gebaut. Und es ist schön.
Ja, es spielt sich schön. Es ist sehr einfach gewesen, keine Frage. Aber es war ein Level. Und das allein. Dadurch sticht es schon positiv heraus, dadurch, dass es ein Level ist. Und nicht irgend so ein... Die Kreatur kommt bei Nacht, aber sie kommt anscheinend nicht sehr gut an, weil 70% werden von der Kreatur offensichtlich nicht erwischt. Ich wahrscheinlich schon. Hä? Dafür kann man schon mal einen Midway Point geben. Wird's jetzt Nacht? Jetzt ist es Nacht. Jetzt kommt die Kreatur. Ich komme. Was ist passiert? Das ist ein neuer Raum jetzt. Jetzt ist hier offen. Wo ist der Schlüssel jetzt? Oh, jetzt sind die tot. Ist das die Kreatur? Hast du die getötet? Okay. Jetzt wird's wieder Nacht. Draußen läuft die Kreatur. Und wir müssen raus. Oh nein. Der furchtbare Koopa wird uns töten. Er ist weg. Wo ist der furchtbare Koopa hin? Hier ist er auch nicht mehr drin. Dafür ist jetzt hier offen. Wir müssen in den dunklen Wald. Ach Gott! Darauf war ich gerade nicht vorbereitet. Danke, Spiel. Bau halt kein Horrorspiel, Alter. Okay, Koopa ist tot. Schade. Hä? Okay. Das hätte man noch ein bisschen auf die Spitze treiben können. Bis auf den Jumpscare gerade war es okay. Aber ja, man wollte ja wohl ein bisschen Horror bauen. Ha. Es ist möglich. Vor allem durch das Nichtvorhandensein der Musik. Ja, Don't Move, nö, sehe ich nicht. Dry Bones Shell Jump Challenge. 3,29%, da sehe ich mich. Ich werde gleich schreien. Ich werde gleich so schreien. Von wegen, was für eine Scheiße das ist.
Aber bisher ist alles okay. Den brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Warum tue ich das? Ah! Ich sage noch, den brauche ich eigentlich nicht, aber ich nutze ihn einfach mal lieber. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ei. Ärgerlich. Hallo, setz es doch an. Aber hey. Wir haben Level-Design. Wenn auch so räumeweise, aber es ist was, wo man was tatsächlich auch erreichen kann und sich auch so fühlt, als hätte man was erreicht, wenn man es dann schafft. Juhu. Wieso nutze ich den nicht einfach? Was mache ich denn in dem Raum für einen Blödsinn? Menschen-Scanner. So, geht doch. Jetzt einfach mal bitte keinen Quatsch machen. So. Weiß nicht, was das Problem hier... Ja, natürlich kriege ich hier einen Checkpoint. Weiß nicht, was das Problem hier war, ehrlich gesagt. Ich weiß es einfach nicht. Das wird sicherlich noch viel kritischer und ich freue mich drauf. Ich meine, bei 3% erwarte ich schon, dass ich noch ein bisschen gefordert werde. Ah, es reicht nicht. So, los, fordere mich. Nein! Okay, ich bin gefordert. Raum ist zu anspruchsvoll. Uff. Raum war einfach zu anspruchsvoll für mich. Keine Chance. Chancenlos. Absoluter Rage-Quit-Raum. Oh Mann. Ob man die erste Kugel direkt kriegt? Ich glaube nicht. Aber die zweite auf jeden Fall. Nein! Ich schieb's mal auf mein Auge, was rumspinnt. Nein. Kann ich nicht. Nee, die erste krieg ich, die traue ich mich nicht. Die muss ich aber kriegen können jetzt. So, danke schön. Eieiei. Und jedes Mal vom Check. Wait, wie geht das denn? Ich muss den so knapp an... Oh, den muss ich wahrscheinlich ganz knapp ansetzen. Und dann rüber... Okay, das geht sogar. Oh, das ist cool. Das dürfte auch easy sein. Yes. Ich sehe mich gerade ohne den das machen. Ah. Ja, das müsste ohne den funktionieren. Ja, es reicht nicht! Oh, das Level ist cool. Das Level ist schön. Die Checkpoints sind auch super nett gesetzt, dass man gar nicht erst in den Rage-Modus verfällt. Das ist okay. Ich verfall gerade nur in den Rage-Modus, weil ich echt mich blöd anstelle. Es ist... Muss ich schon gerade zugeben, das ist gerade ganz schlecht, was ich hier tue. Das ist was, was mich gerade am ehesten aufregt. Aber das Level selbst ist cool. Na, in dem Raum dürfte man eigentlich nicht sterben. Das ist Sünde. Aber da... Ich glaube, man schafft es ohne... Aber warum will ich es eigentlich ohne den schaffen? Warum mache ich es mir schwer? Warum mache ich es mir schwer? Das ist so die Frage. Ich kann es ja doch einfach ganz normal so spielen, wie es gedacht ist. Warum mache ich das nicht einfach? Ich werde es jetzt einfach tun. Also außer hier. Da bin ich noch zu doof.
Die Sünde. Die Sünde ist real. Wie oft will ich das jetzt noch machen? Antwort: Ja. So. So, also wir gehen einfach ganz normal dahin und lassen uns schnappen und gehen einfach ganz normal da hoch. Weiß halt nicht, warum ich... Ja, okay, das ist jetzt halt nicht das Problem, weil... Ich kann ja einfach... Nein! Ich dachte gerade schon... Ei, ich dachte gerade schon, ich verhaus. Aber um zu demonstrieren, dass das nicht der schwierigste Raum ist, weil man einfach sich treffen lassen kann. Das hätte er irgendwie anders bauen müssen, wenn er da wirklich noch eine Challenge draus machen will. So kann man natürlich einfach durchlaufen. Aber 33 Sekunden alles auf Anhieb hinkriegen, mein lieber Scholli. Respekt. Das scheint jetzt wieder ein Lied zu sein. Und zwar von Final Fantasy. Dann schließen wir damit ab, denn der Part ist lang genug. Hören wir uns noch ein Lied an. Das ist auch ein cooles Lied. Battle and Victory von Final Fantasy VII. Gekürzt aber anscheinend. Ran. Ach so, da ist das Victory schon. Ah, war ein bisschen kurz, ja. Aber hast halt nicht so viel Platz. So ist es halt leider. Oh, der Blaue wird am meisten bekommen. Aber schön, schön thematisch auch hier das Schwert mit eingefügt und so, ne? Das war schon ein bisschen kurz leider, gerade die schöne Stelle. Und so weiter. Entschuldigung. gerade die schöne Stelle war ein bisschen kurz, aber was will man machen? Supersonic Aquatic Rune Zone. Ah, jetzt bin ich aber nochmal hier neugierig. Hat da jemand ein Sonic-Level nachgebaut? Das wäre natürlich auch cooles Level-Design. Oder zumindest was wie ein Sonic-Level sein könnte. Ah, das ist so, das soll so ein Looping darstellen. Leider verkacke ich das Looping gerade komplett. Okay, wir versuchen das nächste Looping. Oh Mist. Okay, ich gehe mal neu in das Looping rein. Ja, das war schon eher ein Looping. Yes. Nein. Aber coole Idee. Für ein Sonic-Level eine coole Idee. Zu einfach, aber coole Idee. Ja, Sonic kann fliegen, falls ihr es noch nicht wusstet. Aber ich finde die Umsetzung mit den Loopings. Ach so! Weil sich Mario, wenn er den Dings hat, weil das sich so rollt wie Sonic. Oh, Eggman-Bosskampf.
Gibt's den in der Art sogar wirklich? Ich bin mir gerade unschlüssig. Gab's den mal so in ähnlich? Ah, voll gut, stimmt. Man kann mit dem Bowser, mit dem Clown-Car kann man Eggman simulieren. Das ist natürlich komplett korrekt. Was will ich eigentlich tun? Ich kann ja hier schon rein, hä? Was will ich eigentlich hier tun? Ach, das ist das Ding am Ende. Wo man die Tiere rauslässt, die Vögel und so. Ah, cool. Schöne Idee. Nicht so spielerisch spannend, aber schöne Idee. Ja gut, damit sind die jetzt von 20 bis... Wir haben... Na gut, ich habe ein paar übersprungen, ein paar so Dash-Dinger. Aber ich würde das gerne beibehalten, dass wir uns hier in dem beliebten weiter unten weiter umgucken. Weil so langsam wird es doch mehr in Richtung Level-Design gehen. Was mich freut. Das heißt, wir müssen einfach weit genug nach unten bei beliebt gucken und dann finden wir die Perlen. Alles klar. Dann bedanke ich mich hier erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.